Wir haben hier die Neuheit, das Geheimnis der Zauberer, erschienen bei Mattel, von Jens-Peter Schliemann und Guido Hoffmann. Hoffmann, 2F. Ja. Genau. Und ihr beide habt das Spiel gemacht. Und wie man auf den ersten Blick erkennen kann, es hat etwas umfangreicheres Material und kann mir auch gut vorstellen, war dann in der Realisierung gar nicht ganz so leicht. Aber erstmal, worum geht es denn? Jo, also es ist eine alte Burg, ein altes Schloss, in dem sich ein Spiegelsaal befindet. Und es geht um das Geheimnis, um die Zauberer, das Geheimnis der einzelnen Zauberer, die sich in Form von zwei Symbolen darstellen, die ergeben nämlich den Zauberspruch. Und das zeige ich mal hier. Da sieht hier eine Taube, weiße Taube und hier einen Blitz. Dann würde sozusagen dieser Zauberspruch Blitztaube oder hier entsprechend jetzt eben Froschblitz. Blitzfrosch. Blitzfrosch heißen. Und die muss man eben herausfinden, diese Sprüche. Und das geht so, indem man... Natürlich ohne die Figuren einfach hochzuheben und runter zu gucken. Ja, das ist... Wo haben wir denn die neunte Figur? Hier stehen noch welche. Der mit dem Zylinder. Ach, der steht drin. Der ist schon im Spiegelsaal tanzen. Die okay, also man setzt einen beliebigen Zauber diesen Zylinder auf und hält selber ein bisschen die Hand runter, dass man das selber nicht sieht, um was es sich für einen Spruch handelt, und stellt das irgendwo in diesen Spiegelsaal hinein. Das kann man später auch, wenn man das Spiel ab und zu gespielt hat, auch strategisch verwenden leicht. Jetzt ist es so, dass man zu Beginn 1, 2, 3 sagt, und jetzt gibt es für jeden Spieler jeweils zwei Spiegel vor sich. Also immer zwei. An jeder Seite kann man halt so sitzen. Genau. Genau, das und ist man sucht sich dann einen Spiegel aus. Den man rausnimmt. Zieht den raus. Und ich habe ja meinen schon rausgezogen sozusagen. Ja, genau. Und begibt sich auf Augenhöhe des Zauberers und schaut mal, was man sieht. Und meistens erkennt man ein Motiv unter dem Mantel des Zauberers selber. Und das andere Motiv, was man sozusagen nicht einsehen kann, weil das diametral gegenübersteht, muss man sich über die Spiegel erschließen. Und ja, dann gibt es viele Möglichkeiten, das herauszufinden, weil es ja einige Spiegel gibt. Man schaut in zwei, drei virtuelle Räume hinein, wenn man so will. Und vor sich hat man auch ein Set von Karten. Also es gibt die sechs verschiedenen Symbole. Und wenn man dann ein Symbol sieht, dann kann man das sich schon mal nehmen und versucht also die beiden Symbole so zu finden. Ich versuche mal mit der Kamera das wirklich mal nachzufinden. So werden wir mal kurz die Kamera machen. Alle schauen also gleichzeitig und jeder darf aber auch so lange schauen, wie er meint, dass er braucht. Spiegel benutzen und versuchen herauszufinden, was hat nur der Zauberer auf beiden Seiten für ein Symbol. Um welchen Zauber handelt es sich? Glaube ich, der Kameralauf wirklich so rumgucken, ja, damit man sozusagen die verschiedenen. Ja. Man darf selber nur in den eigenen Bereich hineinschauen. Na klar. So. Das Spannende ist, dass man sich als Spieler relativ nahe kommt, wenn man dann die Augen ziehen kann. Plötzlich so. Genau. Also es spielt so mit dieser Blicknähe sozusagen, die man dabei auch einnimmt. Ja, und es geht natürlich um Sehen. Und dann. Wenn alle sich entschieden haben für zwei Symbole, die sie da gesehen haben, dann wird wieder geschlossen hier, der Spiegelsaal. So. Also wir rufen das dann nicht laut raus? Oder doch, das doch, kommt doch. Jetzt. Und dann kommt und sagt Hokus Pokus und hält die Karten hoch Feuer, und dann so, Feuer hält. Okay, da haben wir schon ein Problem. Also, wenn einer das anzweifelt, wie der Zauberer heißt, dann nimmt man ihn einfach heraus. Einmal Feuer, Frosch. Okay, hier, aber der Zauber bleibt drin. Ja? Ja, und hier haben wir dann eine Skala, da kann man dann einfach, wer richtig hier ist, die ist kriegt seinen Punkt. Jeder hat seinen Rat, das ist ja auch praktisch. Okay. Und ich habe natürlich 0 Punkte. Wer dann nicht richtig ist, nicht. Ja, und, dann und der bleibt aber drin stehen, das heißt, es wird immer mehr los dann, sein in dem Saal, es wird immer schwieriger werden, diese Symbole überhaupt zu erkennen. Genau, der Reihe um nächst ist dran und setzt den dann da rein. Ich könnte jetzt aber auch und der darf auch ein bisschen taktisch entscheiden, wo setze ich das hin. Ich könnte jetzt auch einfach mal den anderen Spiegel entfernen. Vielleicht dann den anderen schon mal eine Barriere zu bauen, weil es schon mal voller wird es ja. Ja, und dann auf das Kommando 1, 2, 3 öffnen wir wieder einen Spiegel und schauen da rein. Ja, und man kann da schon manchmal ganz irritiert sein. Also das ist auch tagesformabhängig, wie gut man gucken kann. Das merkt man bei dem Spiel. Man denkt ja immer, Sehen findet eindeutig statt, aber hier in diesem Spiel spielt man wirklich mit seinem eigenen Sehen und Schauen. Und das ist ein Unterschied. Also das ist, ja.
eindeutig an dem Spiel zu messen? Was so ist, wir haben insgesamt 9 Zauberer da drin. Und der, also es gibt 3 Symbole für das erste Wortteil und 3 Symbole für das zweite Wortteil. Also diese 3x3 Kombinationen könnte man mit den Karten zusammenfügen. Man weiß also, dass es genau diese 9 Kombinationen gibt. Das heißt, je voller es wird, umso schwieriger wird das Sehen. Aber man kann sich erinnern, wenn eine Kombination schon gewesen ist an Symbolen, dann kann die nicht mehr vorkommen. Und so kann man dann auch am Ende, zum Ende hin mehr und mehr deduzieren, wenn man was nicht mehr sieht. So, haben wir ja immer eine ja, aber ich muss ehrlich zugeben, also ich habe ein Symbol erkannt, aber das andere, der Herr verbirgt sich geschickt vor meinen Augen. Ja, das kann passieren. Dann muss ja, man halt muss man einfach improvisieren. Und zwar ja. Froschblitz. Ja, zuerst du mal. Ach so. Ja. Und dann kommt Hokus Pokus, Zaubertrank, Froschblitz. Okay, schauen wir mal. Und? Zaubertrank. Ja, das heißt, ich kriege einen Punkt wieder beide und ich schaue in die Röhre. Ja. Das heißt, es werden immer mehr Zauberer im Spiegel sein. Es genau, der dritte Zauberer. Rein, ich tue mal einen ein Zylinder draufsetzen. Kannst du dich auch hinstellen. Und stelle ihn. Jetzt nehme ich meinen anderen. Ich habe schon was gesehen. Und verstecke den jungen Mann. Hier. Okay, also 1, 2, 3. Sehe ich jetzt nicht. Das ist doch eindeutig. Kann da auch. Okay, ich habe es schon gesehen. Kann auch zweimal das Gleiche auf einem drauf sein? Also es ist so, es gibt zwei rote Motive, zwei grüne und zwei helle, also ein weißes und ein gelbes. Ich bin auch sehr zufrieden. Diesmal glaube ich, kriege ich auch mal was ab. Ich hoffe zumindest ich stark. Ich nehme jetzt eure Kommentare zum Anlass, mein Zocken zu unterstützen. Ah, ich sehe schon. Hokus, Pokus, Feuerherz. Das hört sich gut an, wir schauen mal nach, ob es stimmt. Ein Herz und ein Feuer. Das ist tatsächlich so, klar, eins der beiden Symbole sieht man immer recht problemlos. Also, sage ich jetzt einfach mal, man, okay, alles klar, da komme ich ran, da kann ich rangucken. Aber das zweite ist wirklich echt ganz schön tricky, wenn die sich dann gegenseitig noch bedecken. Ist es jetzt überhaupt der richtige, sehe ich das, muss ich wieder gucken, hat er jetzt einen Zylinder auf? Vorhin dachte ich auch, ah ja, ich habe es gesehen. Und dann habe ich erst im letzten Moment gemerkt, es war wieder der, der gar keinen Zylinder auf hatte, dessen Symbol ich plötzlich im Spiegel erkannt habe. Witzig und bestimmt irgendwie echt knifflig, das überhaupt mit dem ganzen Material und so zu lösen, oder? Ich meine, das. Also gut, gehen eher von Materialien gerne aus bei unseren Entwicklungen. Und das ist für uns auch das, was eigentlich der Mehrwert am Brettspiel ist, dass das eben jedes Brettspiel hat eigentlich jetzt individuell seine Materialien und so im Vergleich zu den virtuellen oder digitalen Spielen einfach. Ne? Ja. Dass das eben das ist, was unsere Brettspiele auszeichnet und was natürlich so versuchen wir dann natürlich schon ins Material auch die Funktionalität des Spiels teilweise zu bringen, weil dann kann man zu schönen, einfachen Regelungen kommen, was dann auch gut zugänglich wird für die Leute. Wir haben auch noch eine Variante, da kann man eben auf gucken alle rein und der Erste, der es dann meint, erkannt zu haben, der kann sagen Abracadabra und stellt seinen Spiegel zurück und alle anderen dürfen noch weiterschauen und wenn der dann Erster war, richtig ist, kriegt er 2 Punkte, aber wenn er falsch liegt, kriegt er einen Minuspunkt. Das heißt, er riskiert ein bisschen mehr und quasi wirklich der Schnellste zu sein und wartet nicht, und das kann ganz gut sein, also manche mögen dieses Entspannte und Genießerische, dass man in Ruhe reinguckt, gerade mit Kinderrunden, weil so als Erlebnisspiel haben wir es konzipiert und auch in Kinderrunden, aber auch Erwachsene gibt es, die es lieber ruhiger haben wollen. Und die dann mehr ein bisschen konkurrenzorientierter spielen wollen, die finden das dann mit der Tempo-Variante ganz gut. Und dann haben wir noch Full House, das ist noch immer eine ganz eigene Variante, da stellt man alle 9 Zauberer rein. Okay. Da fällt der Zylinder weg. Ja. Und dann ist es so, wir mischen jetzt Karten nach dem vorderen und hinteren Wortteil. Also ein Set kommt raus, ja? Dass nur 3 Sets im Spiel vorkommen.
Wir können es jetzt mal in einem Set machen einfach. Ja, ist egal. Also die linke und die rechte Hälfte. Genau, und dann decken wir jetzt zwei Karten auf, sodass man einen vorderes und hinteres Wort hat. Ich habe jetzt also Zaubertrank Frosch gezogen. Den müssen wir jetzt suchen. Und den suchen wir jetzt alle. Und wer ihn im Moment, wer ihn findet, der greift in sich. Okay. Hat er aber falsch gefunden, ist er raus aus der Runde und die anderen können noch weiter. Man muss aufstehen und gehen. Nein, aus der Runde. Kann der nächste Runde wieder mitmachen. Was war's? Zaubertrank Frosch. Ja. Ui. Was denn? Nein. Heraus! Hier ist er. Ja. Ich hatte gehofft, du wirst auch falsch. Hätte ich mal wieder genießen können. In aller Ruhe, im Spiegel sah nicht herumtreiben. Ja, das ist die besonders hektische Version. Ja. Also das sind die zwei Varianten, die in der Spielregel stehen. Wir haben aber auch noch zwei, die noch einfacher sind. Also für ganz junge Kinder hätten wir die Version, dass man, wenn ein Kind ein Motiv erkennt, also ein Symbol, kann es schon einen Zug vorgehen, also einen Punkt. Ah, okay. Und wenn eins ein bisschen tiefer ist und sozusagen das zweite Motiv erkennt, hat es halt zwei. Und so ist das Erfolgserlebnis eigentlich immer garantiert. Dann gibt es noch die andere Version, dass man mit sechs Zauberern spielt. Dann nimmt man einfach eine Karte mit einem Motiv heraus, meinetwegen das Herz. Und weil ja jedes Motiv dreimal vorkommt, nimmt man drei Zauberer raus, wo das Herz auch ist. Und dann hat man nur noch sechs, dann ist es nicht so dicht am Schluss. Ja, aber, aber klar, für kleinere Kinder oder so. Und die es nochmal wieder härter wollen, die ersten beiden Versionen kann man noch so spielen, dass man ohne Zylinder. Ohne Zylinder. Das ist und nämlich, dann ist es sehr tricky, in welchem Spiegel finde ich das. Weil dies ist ja wirklich wie so ein Zwölfeck hier angeordnet. Ich dachte vorhin schon, ich habe es gesehen. Und genau, dann, hat er gar keinen Hut auf. Dann muss man nämlich teilweise wirklich rätseln. Ist es jetzt wirklich der gesuchte Zauberer, den ich da im Spiegel sehe? Oder sein Nachbar oder sonst irgendwie was? Und das ist dann auch nochmal so eine andere Herausforderung. Toll. Ja, wirklich tolles, optisch sehr beeindruckendes Kinderspiel mit einem total originellen Mechanismus. Das ist ja, wir wollten mal so den Perspektivwechsel realisieren. Also das war eben unsere Grundintention, dieser Perspektivwechsel. Ja, halt, wo man wirklich irgendwie... Uns ist aufgefallen, dass es halt sehr viele Spiele gibt, die eine Vogelperspektive einnehmen. Mhm. Wir empfanden das damals als sehr relativ unnatürlich. Ihr wolltet mal lieber Leuten unter den Rock gucken. Wir haben mittendrin. Nein, auf Augenhöhe mit der Spielfigur. Ja, wirklich. Und dann kommst du in eine Unübersichtlichkeit und so schlägt man sich ja durchs Leben mit Unübersichtlichkeiten. Und das ist doch eigentlich der Sache viel näher. Vor allem, wenn du mit den Spiegeln wirkt es wirklich, als wenn da 30, 40 Leute drinstehen. Ja, das ist echt witzig gemacht. Ja, und genau, man kennt sonst Spiegelspiele eigentlich nur Einfallswinkel, Blechauskanten. Genau. Dieses Intellektuelle, was da so drin steckt. So, und das wollten wir auch nicht. Wir wollten wirklich Spiegel mal benutzen zum Sehen und zum Schauen. Ja, finde ich echt. Dann kamen wir eben mit dieser Perspektividee schnell auf Spiegel und dann auch auf die versteckten Figuren. Und dann war es aber kompositorisch noch sehr stark eine Herausforderung, das wirklich zu einem Spiel zu fügen. Also das ist für uns beide wirklich so das längste Projekt. Wir haben 2006 damit angefangen mit dem Projekt. Okay. Und auch Mattel hat 2009 das erste Mal gesehen und in der Zeit dreimal angefordert, bis es was wurde mit denen. Und von daher ist es so, es ist ein sehr langjähriges Projekt, wo wir also auch sehr viel Herzblut reinstecken. Super. Ja. Also reine 4 Jahre haben wir ungefähr dran entwickelt. Es sind 10 Prototypen entstanden, kann man eigentlich eine kleine Ausstellung draus machen, wenn man möchte. Ja. Also man betritt ja auch wirklich Neuland, wenn man einen Spiegel dann mal so einsetzt. Und dann muss man natürlich kompositorisch herausfinden, wann verdichtet sich es wirklich zum Spiel. Also wenn man jetzt bei Mattel am Stand ist und jetzt beobachtet, wie die Kinder wirklich reinschlüpfen ins Spiel und auch die Erwachsenen und das dann so herausfinden wollen, dann ist das jetzt echt so ein, ja, für uns Autoren natürlich eine Genugtuung. Ja, auch toll, dass es geklappt hat. Ja, und toll. Zeit freut man sich ja nochmal besonders, oder dann das fertige Produkt zu sehen und dann Leute an den Ständen sitzen zu sehen, die dann und den Spaß damit haben. Für deutsche Autoren ist es auch nicht üblich, dass man mit Mattel so zusammenarbeitet. Die hatten ja bisher mit Brian Yu auch das Kinderspiel des Jahres gemacht, aber das ist ja auch ein hausinterner Autor, der eben bei Mattel auch arbeitet. Und da hatten wir jetzt auch dann einen ganz spannenden redaktionellen Prozess. Ja, super. Finde ich wirklich toll.